Mein fucking Gott, ist das ein Song? Holy shit, Leute. Und damit einen wunderschönen guten Abend und willkommen zurück zu meiner kleinen Wenigkeit. Und ich denke wieder am Start hier für euch mit einer neuen Runde Bioshock 2 Remastered. Bioshock 2, ein Spiel, das ich noch nie gespielt habe, ist für mich komplett blind. Ich kenne nur den ersten Teil von Bioshock. Habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und diejenigen, die jetzt gerade jetzt eingeschaltet haben, mich zum ersten Mal sehen, werden sich so denken, was, du hast Bioshock 2 und Infinity noch nie gezockt? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe echt Nachholbedarf und deswegen bin ich jetzt gut am Start dabei. Und ja, und ich muss sagen, Alter, das ist einer der krassesten, emotionalsten Songs, die ich gerade beim Intro abgespielt habe. Ich habe die Songs noch nie zuvor gehört. Die mir echt Gänsehaut beschert haben, dass mir die Nackenhaare zu Berge steigen. Alter, das ist ein so emotionales Orchester wieder. Also 2K hat richtig bestimmt tief in den Geldbeutel gegriffen, um so einen atmosphärischen Soundtrack zu zaubern. Also wirklich Props gehen raus. Heftig. Heftig, heftig. Larry, noch kurzer Sinn. Ich bin gespannt, wie das weiter sein wird. Ich gehe jetzt einfach mal da rein. Lustigerweise, ich habe hier in meiner Bude, in meiner Türe, weil ich habe eine Altbauwohnung, sag ich mal, und da kann man in meine Altbauwohnung in meinen Flur reingucken. Ich habe so eine Altbautür mit so einem Glas, so ein Büschelglas, aber es ist nicht so büschelig. Man kann leicht durchgucken. Und da habe ich tatsächlich eine Big Sister, so heißen, glaube ich, Big Sisters, also Big Daddies, nur in weiblicher Form, rennen da rum, wohl, glaube ich. Und ja, die habe ich bei der Tür zu hängen. Heißt, wenn man in meiner Wohnung vorbeiläuft, im Treppenhaus, dann sieht man, wenn man reingucken, so eine Big Sister zu hängen. Ja. Ist interessant. Wollte ich mal das Funfact noch erwähnen. Aber selber Bioshock 2 nie gespielt. Hab mich immer interessiert. Ich hab's nie gespielt. Frag mich nicht wieso. Aber gut. Umso gespannter bin ich jetzt. Rein. Gut gelabert. Ich bin mega gespannt. Okay. Oh, instant Vollbild. Nice. Auch wieder da anscheinend ein China, Australia. Australia hat schon bei Bones mitgemacht. Mann. Oh, wer ein riesen Team nur entwickelt, wa? Alter, jetzt sind wir dran. Powered by Unreal Technology. Ich war kurz weg gewesen, hab kurz den Stream beendet gehabt. Nochmal. War immer so, ich ein Projekt beende und gleich den nächsten anfange, dann beende ich kurz den Stream, damit ich den Part dann gleich bei YouTube hochladen kann. Und so müsste ich schneiden bei YouTube und das ist nicht so einfach mit den YouTube Studios. Deswegen beende ich mal kurz den Stream und ja. Hat ein echt krasses Entwicklerteam gearbeitet, scheint. So, erstmal hier einstellen, ne? Ich sehe jetzt schon, dass die Auflösung nicht ganz die ist, die ich haben möchte. Vollbild muss schon sein. Eigentlich Vollbild hier, hier, ne? Ja, YouTube Studios, damit kannst du zwar auch schneiden und ein bisschen was bearbeiten, aber es läuft alles mehr minder als gut. Verzerrung, aber es ist. Echtzeitreflexion? RTX? Im Jahre 2011? What? Was effekt da an? Seitenfett ist der Bildschirm. Machst du das gegen? Kannst du fett machen oder was? Das war auf Standard. Aber auch gerade, ich muss sagen, war gerade die Intro-Musik, Alter, die hat mir einen Gänsehaut beschert, Junge, dass sich die Nackenhaare echt bis zu meiner imaginären Glatze oben träumen. Holy shit, Alter. Ja, Bioshock 2. Wir gehen rein. Ich spiele natürlich Mittel. Ja, schon, ich finde die von 2 schon einen kleinen Ticken besser, muss ich zugeben. Also gerade der eine Song, der da lief, den ich gerade zum Intro abspielen hatte. Alter, der ist so episch. Holy shit. Ja, das hast du. Beneath the Atlantic Ocean. Beneath the Atlantic Ocean. Oh, best English. Wieder on point.
Den Song meinte ich. Klopf, klopf. Sieh mal, Daddy, das bist du. Komm, wir gehen spielen, Daddy. Oh, die Musik, Alter. Noch mehr Engel, Daddy. Komm mit. Oh nein. Werde ich in diese Kugel. Sehr schön. Er ist jetzt keine Gefahr mehr. Dies ist nicht deine Tochter. Verstehst du, was ich sage? Ihr Name ist Eleanor. Und sie gehört mir. Und jetzt knie nieder, bitte. Gentlemen, nehmen Sie ihm den Helm ab. Sehr gut. Nimm die Pistole. Halte sie dir an den Kopf. Feuer. So, Credits Game zu Ende. 10 Jahre später. Ich hab den Headshot überlebt, lol. Schlecht. Hallo? Wer bist du, der diese Geisterstadt zum Leben erweckt? Okay. Hier ist alles andersrum. Rauf geht's runter. Klug ist. Alter, warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz die Steuerung anpassen. Die Mausempfindlichkeit mal runterstellen. Mach mal auf 1. Hier ist alles andersrum. Wer lacht, besser. Wer weint, wer schreit, bleibt stumm. Hier ist alles andersrum. Hier ist weg und Rad ist krumm. Ich hab einen Bohrer. Ich hab einen Bohrer. Der Bohrer braucht Treibstoff, okay. Echtzeitreflexion, mach ich eine Spielung? Vom Weg, RTX. Alles klar, hau rein, Hawk. Bis zum nächsten Mal, ne? Danke fürs Einschalten. Schön, dass du da warst. Und ja, dann würde ich sagen, bis morgen, ne? Obwohl ja morgen Freitag ist. Da freue ich mich trotzdem online, mal gucken. Aber. Okay. Ja, morgen ist Freitag.
kein Zeitgefühl mehr oder was? Eieiei. Ich möchte ganz gerne die Übersetzung wieder anmachen, die vorher mit drin war. Hall benutzen? Ja, mein Hall ist da. Wenn Hall da ist, ja, nutz mal. Grafikoption. Titeldialoge an. Titelgrafiken an, genau. Babylon ist gefallen. Ah, da haben wir's. Here we go. Na gut. Gucken wir mal rein hier, wa? Hä? Oh, Minecraft lag die Korallen erbaut. Geil. Also, sie haben grafisch auf alle Fälle das Game um einiges aufpoliert, Alter. Holy moly. Was? Werbung für Adonis, Bäder und Ausflugsort. Okay, die Atmosphäre ist wieder on point. Was habe ich Angst? Ich bin selber ein Big Daddy, also irgendwie sowas, also von daher. Okay, da kommen wir nicht rein. Hochspannung, Pulraumgenerator, okay. Ah. L diesmal, okay. Lektion 1, ihr Superklempner. Ihr befindet euch jetzt unter dem Meer. Wenn ihr das sanfte Pochen von Wassertropfen auf eurem Helm hört, seid ihr schon gefeuert. Lektion 2, ihr könnt tote Generatoren mit einem direkten Funken starten, aber bitte erst die Gäste aus dem Pool scheuchen. Die Herren Geldsäcke erschrecken sich, wenn sie Arbeiter sehen, die Blitze schleudern. Kapiert? Achso, ich muss einen Elektro-Boll-Plasmid finden. Okay, das kennt man ja aus dem ersten Teil. Machen wir das mal. Sauna. Solaren. Schlammbäder. Plasmid-Therapie. Wie viele waren das denn heute? Okay. Kadaver? Dir gefällt wohl nicht gleich. Ah! Ah! Okay. Da fahre ich die Dose da. Oder? Dosenbohnen. Ah. Liefspritze, schön. Hol ihn mal mit. Liefspender, der ist neu. Wollen wir mehr rausholen aus den Dingern? Vater! Unser Herr, du bist im Himmel. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, als auch auf Erden. Ich bin ganz offensichtlich ein vollwertiger Big Daddy, ne? Daddy hat geschlafen. Ganz, ganz lange. Und Eleanor hat dich vermisst. Finde sie, dann geht es dir besser. Mir interessiert ein später Spiel. Ah! Okay. Mir interessiert ein später Spiel, vor Bioshock 1 oder spielt es zu Bioshock 2? Spielt es nach Bioshock 1 oder vor Bioshock 1? Das würde mich mal interessieren. Wollen wir testen. Dann suchen wir das noch raus. Boah, spielt es vielleicht jetzt in einem komplett anderen Rapture. Für Rejuvenatonikum. Okay, geil. In Gathering Gardens kann man nicht weiter machen.
Haben wir auch kein Adam. Dollar! Gut. Because I need dollars. Oh. Durch den Helm ist meine Fluppe angemacht, wa? Ich stell mir lustig vor. Ah, da hab ich links den Bohrer und links das Teil, okay. Code eingeben. Da füge ich den Code noch raus. Ich nehme mal an, der Bohrer wird so ein Ersatz sein für die Rohrzange, kann das sein? Seht ihr, ich habe im ersten Teil gesagt, ich will einen Bohrer haben, verdammt nochmal. Jetzt möchte ich dann so mit dem Bohrer keinen Sprit mehr. Mein Bohrer treibt schon fast alle. Okay, das läuft wieder. Endlich, ein Signal. Hör zu, mein Name ist Tannenbaum. Ich habe gesehen, wie du das Licht eingeschaltet hast. Und ich weiß, wer du bist. Bitte komm zu mir in die Bahnstation. Ich brauche deine Hilfe. Dringend. Ja, das ist Provinz. Ah, der flickt die Löcher, der ist Rapture ganz krass. Da sind die Bichter eigentlich auch zuständig, ja? $5? Soll ich mal kacken gehen oder was? Oh. Aspirin. Na wieder. Passt die Kohle wieder raus, wa? Ey, du musst hier fürs Kacken gehen bezahlen? Was ist das denn für ein Klo, Alter? Hey, 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 willkommen zurück, Craig. Und willkommen in Bioshock 2. Wir spielen Big Daddy. Mit einem Bohrer. Wie geil. An meine Tochter Eleanor. Aufnahme. Bald wirst du geboren. Und Rapture wird deine Heimat sein. Okay. Du wirst erzogen werden wie ich selbst. Dazu das Wohl deiner Mitmenschen über dein eigenes zu stellen. In dieser Stadt gilt dies als Ketzerei. Als abnorme Abweichung von natürlichem Eigennutz. Deine Kindheit hier wird schwierig. Aber der Preis für Revolutionen ist immer hoch, Eleanor. Wenn wir nur Geduld haben, wird Rapture zu uns kommen. Oh, wir werden zu Rapture. Who knows? Ich bin wieder in Rapture. Nach so vielen Jahren. Die Kleinen, die ich gerettet habe, sind erwachsen und denken nicht mehr an mich. Aber nach allem, was ich ihnen angetan hatte, war es eine Freude, vergessen zu werden. Doch jetzt verschwinden Kinder überall an den Meeresküsten der Welt. Sie werden entführt. Und so kehre ich zurück, aus Angst vor dem, was ich schon weiß. Irgendwer erschafft neue Little Sisters und führt meine Arbeit, meine Sünden fort. Und wenn es mich das Leben kostet, ich muss das unterbinden. Ist dieses fette Ding, was auch die Big Daddies im ersten hatten? Geil, Alter. Oh, mega. Wie geil ist das denn? Einfach mega, ich bin echt ein vollwertiger Big Daddy. Holt den Bohrer raus, Leute. Ist los. Mega, Alter. Oh, ich finde es ja mega geil, Big Daddy zu spielen, ne? Okay, das mal hin, okay. Jetzt werden sich bestimmt die meisten denken, wow, mein Gott, Bioshock 2 ist schon über 10 Jahre draußen. Jetzt freust du dich erst drüber? Ja, jetzt erst freue ich mich drüber. Wer spielt als sie, was? Ich hab's mit knapper Not lebend hier runtergeschafft. Aber
hier ist es tatsächlich. Rapture. Hierher haben sie mein armes Mädchen verschleppt. Was ich aus dem U-Boot heraus gesehen habe, liegt das meiste der Stadt in Trümmern. Aber hier und da gab es Lichter und Formen, die sich bewegt haben. Ich fasele dummes Zeug, aus Angst vermutlich. Aber vielleicht, wenn ich diese Dr. Lam finde, die ich dauernd in den Durchsagen höre, vielleicht finde ich dann auch Cindy. Ich glaube, der Big Daddy hat gerade Stabs gesoffen, deswegen war gerade so ein bisschen... Ja, irgendwie soll es schon sein. Ich muss sagen, die Waffen sind generell sehr, sehr, sehr Half-Life-ähnlich, ne? Diese Armbrust im ersten Teil hat mich übelst an Half-Life erinnert, ne? Na warte! Die Konkurrenz! Bam, bam, bam! Oh, die hält was aus, die hält was aus, holy shit! Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wie stark ist denn die? Hier spricht Dr. Sophia Lam. What? Dies ist eine Nachricht an das Volk. Denk daran. Big Sister achtet auf Little Sister. Mizi. Stört ihr die Arbeit einer Little Sister, wird Big Sister euch finden. Game, das finde ich nicht komisch. Ja, Miez, Alter. Alter, ich bin jetzt halb tot wegen der Ollen. Mein Bohrer ist alle, ich bin halb tot, hab keine Muni mehr. Geil. Hat sich auch richtig gelohnt. Mich ist einfach wie fertig. Diane hat darauf bestanden, dass wir das Wochenende im Adonis verbringen. Andrew Ryan. Aber schon sehne ich mich nach einer Auszeit. Von dieser Auszeit. Wenn sie mich tadelt, weil ich zu viel arbeite, zerfließen ihre Worte für mich zu einem endlosen, tierischen Gemecker. Ich habe Rapture gegründet, weil es frei sein soll von Gesetzen. Frei von Gott. Weil ich unter Menschen leben will, für die die Arbeit ihren Lohn in sich trägt. Trotzdem, wenn Diane davon redet, ein Kind von mir zu kriegen, dann halte ich inne. Ich hatte bislang nie über mein Vermächtnis nachgedacht. Vielleicht im neuen Jahr. Mein Gott, selbst Andrew Ryan, Alter, klingt so sympathisch eigentlich. Aber vermutlich echt mal ein netter Kerl, ne? Der hat auf die Vernunft der Menschheit einfach gehofft gehabt und wollte einfach Anarchie einkehren lassen, aber nicht in einem chaotischen Anarchie. Er hat einfach gedacht gehabt, komm, ich lade jetzt hier ein paar tausend Menschen in meinem Reich ein, namens Rapture, was keine Sau kennt, und appelliere an die Vernunft der Menschen, ohne Regeln, und das System funktioniert trotzdem. Hat es vielleicht auch eine Zeit lang, bis die Plus wieder zum Einsatz kam. Jetzt erzähle ich ein bisschen was über die Geschichte von Bioshock 1. Das Spiel ist einfach mal das klassische Beispiel davon, ein Diktator lässt seinem Volk den freien Willen. Es kann machen, was es will. Und appelliert auf Vernunft. Ich weiß nicht, wie lange das gut ging. Ich glaube, es wurde im Spiel nicht groß erklärt. Oder man liest es vielleicht irgendwo mal in der Lore. Ist auf alle Fälle interessant, immer nachzulesen, würde ich meinen. Und durch die Plasmide, die sich alle reinballern, dass sie mit Fingerschnipsen, sag ich mal, Feuer erzeugen können. Oder Schock oder Hypnose oder was auch immer.
wurden die Menschen langsam machthungriger und verrückter. Plasmide sind sogar, würde ich fast sogar meinen, in der Welt von Bioshock so eine Droge. Die Menschen bekommen nicht genug davon. Es ist halt wie eine Droge. Sie wird immer mächtiger werden und mächtiger und mächtiger. Und dann haben sich die Menschen später angefangen zu bekriegen, mit, um an diesem Adam ranzukommen. Haben die Little Sisters, sag ich mal, infiziert mit einem bösen Plasmid, der sie dazu zwingt, andere Leichen aus Adam rauszusaugen, damit sie das selber einverleiben können, um noch stärker zu werden. Das ist ganz, 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 ganz krass. Also die ganze Geschichte ist echt interessant, ne? Also, wie ich das jetzt bekommen habe vom letzten Durchspielen jetzt her, von der Story her. Und das Spiel lehrt uns auch wirklich Tatsache, ja, jeder Mensch, der vernünftig ist, kann zu einem Arschloch werden, wenn er zu mächtig wird. Ey, Zeitbollen, wie geht's dir jetzt, Mann? Grüß dich. Schon wieder! Hau ab! Ich bin ein Big Daddy, eigentlich müsste ich das mächtigste Wesen im ganzen Ozean sein. Oh, Schattenberechnung ist auch neu, gab's vorher auch nicht. Geil. Naja. Das sind vielleicht die Nebenwirkungen der Plasmide, dass die Menschen wahnsinnig wohnen davon. Kann natürlich auch sein. Das sieht nach einem Bossraum aus und ich bin nicht gerade der Stärkste. Oh, oh. Oh! Wait a second. Ich bin doch im Taucheranzug drin, oder? Lol. Man kann jetzt unter Wasser rumrennen? Wie geil ist das denn? Mega, Alter. Naja, Stami, kann man fast schon so meinen. Also seit ich weiß nicht, wie lange fangst du streamen? Ist ja eigentlich bei jedem, mindestens jeden zweiten Stream dabei. Mindestens. Kann man was schon sagen, Stami? War's halt mittlerweile? Du bist schon echt aktiv. Ey, man kann doch was herumlaufen. Wie geil ist das denn? In diesem Anzug kann dir selbst der Ozean nichts anhaben. So weit, so gut. Aber Rapture hat schon viele große Männer das Leben gekostet. Alleine kommst du nicht weit. Du kannst es noch zur Bahnstation schaffen. Suche mich dort. Okay, Tagebuch. Letzter Eintrag. Lizzie und ich, wir haben eine Tauchkugel gefunden und wir fahren heim. Wir haben das Pleißen sein lassen und das wird sich jetzt auszahlen. Ist es nicht so, Baby? Nächste Station, Erdoberfläche. Ich liebe dich. Du hast uns gerettet, Sammy. Nur du allein, Liebling. Sophia Lärm kann uns nicht hier festhalten. Sie wird uns doch... Was war das? Oh Gott, sie hat uns entdeckt. Das ist Lärm. Torpedo! Ich werde versuchen... Tja, offensichtlich ist eine Flucht aus Rapture nicht gern gesehen. Und ein anderer Big Daddy, den ich noch nie gesehen habe zuvor. So, das hat er so. Der hat so eine Kanone auf dem Rücken, Alter. Sieht doch heftig aus. Naja, kaputt von Arbeit ist aber ohne Ausrede, Zeitpunkt. Du bist sogar aktiv, wenn du kaputt von Arbeit bist. Du hast öfter auf Glück im Stream reingeschrieben, bist im Eimer und trotzdem bist du am Start, ne? Also. Ich staune nicht wirklich, ne? Ah, steht da um Hai rum? Und Quallen, Alter? Qualle, ich will sie anfassen. Ja, wohl lieber nicht, du. Der Feuerqualle ist vorbei, du. Was? Ihr Tempchen fürchtet. Ein riesiger Knochen von so einem
Lieblingswahl oder so, oder? Ey, ich finde das so, dass man unter Wasser rumlaufen kann. Ich bin voll geflecht. Oder Lust hast, ja. Also immer. Du bist ja wirklich echt aktiv geworden. Boah, wenn das eine Open World wäre, boah. Wenn das so eine Open World wäre über GTA, Alter, holy shit. Holy moly, Alter. Läuft darum. Die schon wieder, bleib stehen! Obwohl, ich bin die Waffe, oder? Ja, zieh bloß durch, du olle Nille, du. Na, eine Schleuse. Der ist zu Hause, auch schon voll gespielt. Der Atlantic Express. Ach, du kommst zu mir. Wie die Kinder gesagt haben. Komm hoch zur Bahnstation. Ich bin im Ticketschalter. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir alles, was ich weiß. Du vertraust mir gerade schon als Big Daddy, kann das sein? Dadurch wird sie nicht leiden. Dafür habe ich auch wieder alles aller anderen. Ne? War ja im ersten Teil auch nicht anders. Kartoffelchips. Boah, so Big Daddy jetzt so eine Packung Pringles reinballern, Alter. Dosenfrüchte, oh, nimm alles mit. Nimm alles mit Frischwasser. Dr. Lem sagt, Babys lieben Musik. Ist gut für sie. Oh, ein Bohrer ist immer ein bisschen leer. Ich baue mal ein bisschen Bohrertreibstoff. Irgendwie nachladen? Ich versuch's nur. Okay. Mom. Die meisten Überlebenden sind so. Splicer. Sie sind jetzt drogensüchtige, bösartige Raubtiere. So viel dazu, drogensüchtige, sag ich doch. Keiner macht dir Drogen! Und so. Hackpfeil, du hast ein Hackwerkzeug erhalten. Und auf den Sitz zu bringen. Man muss nicht mehr selber hacken? Mit Schnecken drücke F, sodass die Nadel im grünen Bereich ist. Ah, wait a second. Ach, so ist jetzt Hacken. Also nicht mit diesen komischen Röhren da entlang puzzeln. Ah, okay. Okay. Interessantes Hacking. Was anderes, finde ich nice. Hack das Ding um, Alter. Hallo, Sicherheitsbot. Du bist jetzt mein Eigentum. Wir sind nämlich dick und dünn. Wir werden beste Freunde, Alter. Wir werden wiedergeboren. Hast du gehört, Drohne? Wir werden wiedergeboren. Genau. Und weiter. Hallo? Bahnwerkstatt 6A. Okay. Drohne, mach dich bereit. Wo gehst du? Kopf los, bam. Munition sparen. Tritt einfach nur einen dicken Kolben ins Gesicht. Hier spricht Dr. Sophia Mern. Andrew Ryan ist tot. Aber der Tyrann steckt in uns allen. Denkt daran, wir lehnen das Gen ab. Wir lehnen das Ich ab. Wir lehnen den Tyrannen ab. Also Andrew Ryan ist tot. Heißt, das Spiel spielt Tatsache nach dem ersten Teil, ja?
2 kurze Jahre seit der Gründung und schon schreien sie nach einem Programm für mentale Hygiene. Da dreht sich mir der Magen um. Psychiatrie ist nicht Medizin. Psychiatrie ist Kaffeesatzleserei für Idioten, die zu viel Geld haben. Gleich. Man sagt mir, die Menschen reagieren gereizt auf das Fehlen des Sonnenlichts. Ob ihnen die staatliche Zensur wohl auch fehlt? Die Beschlagnahmung von Privatbesitz in Kriegszeiten? Oder die Geheimpolizei, die sie nachts abholt? Wie auch immer, diese Lamp soll die Beste auf ihrem Gebiet sein. Schön. Wenn sie es hinkriegt, dass die schwächsten Glieder der großen Kette aufhören zu rasseln, soll sie ihren Willen haben. Das ist ein Zitat, ey. Ja, das Hacken hat sich mittlerweile verändert. Vorher musst du immer so die Röhren entlang puzzeln, sagen, ob du anderen bis zum Ende der Röhre rankommst. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Du musst ab einem bestimmten Zeitpunkt, da ist so ein Balken, der da links und rechts pendelt. Und sobald da im grünen Bereich ist, muss ich F drücken. Und dann ist es schon gehackt. Also, anders ist Hacken, aber interessant. Gibt ein bisschen flotter vor der Hand, sag ich mal jetzt. Ach du Schreck, wie im ersten Teil anfangen. Ich kenne dich. Das Symbol auf deiner Hand heißt, du bist ein toter Mann. 10 Jahre ist es jetzt her, Delta, seit du dir eine Waffe an den Kopf gehalten und abgedrückt hast. Ja. Aber nur Mut. Aus deinem Schmerz erblühte das Paradies. Ich weiß nicht, wie du überlebt hast, aber dein Leid hat ein Ende. Diese Männer werden dich von allem erlösen. Bitte versteh, wie alles, was ich tue, dies ist ein Akt der Liebe. Na, lass nur, weil ich dich liebe. Sophia Lamp, sie hat dich gefunden. Hey, Krylix, wunderschönen guten Abend. Schön, dich wieder mal zu sehen, nach Monaten. Hey, wie geht's dir, Mann? Alter Mann. Na, junger Mann. Irgendwann brennt, ich muss da durch. Okay. Neue Tür schaffen wir. Super. Es geht. Nicht gut, nicht schlecht, so Durchschnitt, ne? Also, ob mich mega freut, hier das Wochenende, was uns langsam vor der Tür steht, oder? Was bevorsteht. Darauf freue ich mich riesig. Ansonsten, ja, kann ich klar. Es geht mir wahrscheinlich deutlich besser als andere Menschen zur Corona-Krise, aber. Weil, ja. Weil so ist. Es gibt draußen Menschen, die es deutlich schlechter durch die Corona-Krise als mir. Klar, ein paar Sachen, die mich auch stören, aber das ist halt. Muss man halt ertragen. Genau. Aber ich steck's ganz gut weg. Und ich kann nach wie vor meine Liebsten noch sehen. Ich kann nach wie vor meinen Job noch nachgehen. Ich kann nach wie vor noch vereinzelt Freunde noch sehen. Vereinzelt halt leider keine große Runde mehr, aber vereinzelt halt. Also nach wie vor, es geht noch. Klar, man kann nicht mehr ins Kino gehen, man kann nicht mehr im Park gehen mit seinen Freunden. Man kann halt so vieles anderes nicht, ne? Konzerte und so weiter und so fort. Tut weh. Aber ich bin zumindest froh, überleben zu können. Besser als andere, gerade zu der Zeit, von daher. Unseren gemeinsamen Feind, Sophia Lamp. Durch die Kamera in deinem Helm kann ich alles mit deinen Augen sehen. So kann ich dir helfen, gegen sie zu kämpfen. Oh, scheiße, Mann. Tut mir leid, Krylix. Tut mir leid, Mann. Das ist assi. Das ist wirklich assi. Du hast ja übelst Bock auf deine Ausbildung gehabt, aber du hast ja voll motiviert und hast gemeint gehabt, boah, endlich geht's voran und alles, ne? Und dann bloß, weil du den Stoff nicht nachholen kannst, weil Deutschland halt Neuland ist in Sachen Internet und die ihre Online-Unterrichtsformen nicht hinkriegen, durchzusetzen, weil ja, Neuland. Kriegst du aus Ausbildung, geil. Tut mir leid, Mann. Hast du Alternativen in Aussicht oder so? Wo du sagen kannst, hey, ja, ist halt so schlimm. Oder schieß gerade auf den Trocknen.
An die Zuschauer, die jetzt sich gerade so wundern, mein Gott, warum macht jetzt Tanky Pause und quatscht jetzt mit den Zuschauern hier. Quellix, müsst ihr wissen, ist einer meiner ersten Stabis gewesen damals und war einige Monate nicht mehr da. Jetzt ist er plötzlich wieder da und ich freue mich mega. Und ja, daher. Und Stabis, die immer einschalten, werde ich nie vergessen. Und daher, ne? Das ist gerade ein bisschen wichtiger, sag ich mal. IT-Fachmann. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ne? Aber muss man eine IT-Ausbildung nicht selber bezahlen? Eigentlich? Oder wie ist das da geregelt? Weil ich kenne jemanden im Bekanntenkreis, der hat mal eine IT-Ausbildung gemacht gehabt und musste selber zahlen. Ich weiß gar nicht, war das Fachkraft für Informatik oder was das war, was er lernen wollte damals? Irgendwie sowas war das gewesen. Oder Fachkraft für Fachinformatik oder so im Bereich Software. Irgendwie sowas. Ah, okay. Aber wahrscheinlich, wenn du eine bestimmte Fachrichtung haben, jetzt musst du selber zahlen. Dann, wenn du, sag ich mal, dieses Allround-Paket abnimmst in Sachen Bildung und Ausbildung, ist, denke ich mal, kostenlos. Ja, früher ist es auch sehr einfach durch Corona, wenn andauernd halt dicht gemacht wird. Hm. Ich glaube, ich muss deshalb wieder dicht, wa? Wenn ich mich erinnere. Ja, es ist echt für den Arsch, ja. Wenn du schon, nicht sag ich mal, schon Ausbildungstasche hast und Job machen kannst, ich werde dafür kannst, Junge. Die Sicherheitskameras gehören Lamp. Aber wenn du clever bist, können sie dir nützlich sein. Na, ich war nicht clever, ich hab's gerade erschossen. Ey, meine Drohne ist wieder am Start. Scheiße, das sieht mir nach einem Trick aus. Wir haben auch bei uns mittlerweile neue Arbeitskollegen, hey, die auch mit bei uns eine Ausbildung anfangen wollten in meinem Betrieb. Und da habe ich gesagt gerade, Leute, wartet mit der Ausbildung, bis Corona vorbei ist. Ihr werdet keinen Fuß fassen und ihr werdet eure Ausbildung vielleicht bestehen, die aber ein Scheißdreck wert sein wird. Wieso? Bis der Tag kommt, wenn du vielleicht im Betrieb wechselst. Und auf dem Papier steht Fachmann für meinen Job. Du aber keine Ahnung von einem Job hast, weil du in der Schule nichts mitbekommen hast, weil andauernd nur Online-Lernerei ist. Also, ich kann nur für mich sprechen. Ich will jetzt nicht im Allgemeinen reden, aber ich kann nur für mich sprechen. Ich persönlich lerne in der Schule besser als zu Hause. Ist so. Ich bin zu Hause viel zu faul zum Lernen. Und ich kann auch jeden verstehen, der derselben Meinung ist wie ich. Und deswegen lerne ich in der Schule besser. Und wenn ich mir vorstelle, hätte ich meine wenn ich jetzt, sag ich mal, heute meine Ausbildung in meinem Job machen würde, online, wäre ich durchgefallen. Hundertprozentig. Ich wäre durchgefallen. Tausendprozentig. Hätte die Ausbildung nicht beschafft. Niemals. Never ever. Mhm. Doch, Craig. Doch. Nicht alle Berufsgruppen sind so. Ich kann dir nachher mal den privaten Namen schicken, dann weißt du, wem ich meine. Mit Ausbildung selber zahlen. Doch. Es gibt Ausbildung tatsächlich auch, die man selber zahlen muss. Es war nicht eine Ausbildung. Und der Neuland ist, kann ich mir auch vorstellen, dass er zur IT zählt. Ich muss mal wieder erwähnen, wa? Mein Gott, bin ich heute wieder sarkastisch, Leute, ich sag's euch. Ja, wie gesagt, das ist halt wirklich scheiße, ne? Aber gut, in der ITler-Ausbildung ist ja sowieso alles mehr oder weniger Online-Software-Gedöns, ne? Hast du theoretisch beim Homeoffice nichts verkehrt? Am PC. Denk ich mal. Es war keine Umschulung, was du jetzt meinen könntest. Das war, jetzt die erste Ausbildung damit abgebrochen, als ich neue gesucht gehabt, aber vorher noch keine abgeschlossene Ausbildung gehabt. Insofern war es ja wieder die erste. Du musst das auch selber zahlen. Vater, ich bin es, Eleanor. Ich weiß, du bist wach da drin. Ich spüre es. Mutter kann nicht noch einmal ihr grausames Spiel mit dir treiben. Nie mehr. Dieses Plasmid ist für dich.
Wenn ich mich nicht irre, kannst du es jetzt verwenden. Bitte, komm mich suchen. Halt, halt, wait, what the fuck? Diese Eleanor ist meine Tochter. Und die Alte, die mich da verarscht, laufend hier, ist meine Frau? Was soll das doch bei YouTube los? Warum ist da eine Kante? What the fuck? Scheiß drauf. Natürlich heißt es nicht, dass du das zu Hause machen kannst, freilich. Natürlich heißt es nicht. Aber du hättest es vielleicht deutlich einfacher. Hebe großer Objekt allein mit der Kraft der Gedanken an. Ah, Telekinese haben wir wieder. Schön. Bewerfen Sie den Gegner mit Objekten. Sie können sogar Granaten abfangen und zurückwerfen. Ich bin raus im ersten Teil. Ja, könnte man ja nicht anders machen. Rohrpoststeuerung. Hört alles zur Rohrpost? Post für dich! Oh, entschuldige, Drohne. Kennt den Weg. Der ist jetzt an der Oberfläche drum und gibt Cocktails mit Konkorn-Tänzerin. Und wenn man. Gib mir Kopf und Drohne. Überraschung. Ich liebe diese Fähigkeit. Auch die ist irgendwie voll Half-Life ähnlich so, ne? Wie wir richtig gern damals. Boah, ich liebe das, ne? Das geht man wirklich, das wirklich ein bisschen was von Half-Life, finde ich. Den Waffen, fliegen her, finde ich. Wie kann ich durch Plasmide scrollen? Warte mal. Ausrüsten. Ist das mit Q? Aha. Ah, hätte ich so einen Weg aufgemacht. Okay. Eigentlich mal in Ruhe umgucken, ne, Leute? Das muss sein. Den nehmen wir auf. Das Gameplay ist lauter sich? Okay. Moment. Müsste mal sagen, wie es denn ist. Obwohl, warte mal. Was ist denn für ein Scheiß hier? Machen wir 8. Naja, wir testen das mal. Das ist in Ordnung. Ja, ich glaube, es geht noch ein Stück leiser. Ich sehe es selber gerade. Achso, hab ich euch angenommen. Das könnte es doch eher sein, wenn es passt. Ist aber wichtig, wenn sowas sagt, ne? Weil ich habe jetzt gerade keine Testaufnahme machen können. Wie denn auch? Ich wollte jetzt gar nicht machen. Alles klar, auch rein, bis später vielleicht. In einer halben Stunde mache ich Feierabend. Falls Sie mir sehen oder lesen sollten,
schönen Tag dir wünschen, falls wir uns gar nicht hören sollten, das Wochenende. Wünsche ich alle für ein schönes, entspanntes, geiles Wochenende. Diese Menschen sind süchtig nach irgendeiner genetischen Wunderdroge namens Adam. Oh shit. Ich habe das Wort Splicer gelesen, auf Wände geschmiert. Ja, Sophia Lamp hat die Splicer auf dich. Die meisten Big Daddies sind wie Sklaven für sie. Sie bewachen die Kleinen. Aber dich hat jemand aufgeweckt. Ja, bist du denn noch, wa? Drauf ballern. Wenn man das hält, ist es cool. Good to know. Noch die Waffenkisten, ne? Oh, schön, okay. So, okay. Ist nicht schwarz, Dr. Lamb. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder. Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Unmöglich, wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Und doch, für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile, Träume, Wahnvorstellungen oder der Phantomschmerz amputierter Gliedmaßen. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real. Realität ist Konsens. Und die Menschen verlieren ihren Glauben. Gehen Sie mal spazieren, flambiert. Andrew. Es regnet in Rapture. Und Sie haben einfach beschlossen, es nicht zu bemerken. Ja, ich hatte alle Dinge jetzt immer schon mit zu catchen, ob ich heute seinen Rapture verändern wollen, anders machen wollten. Eine Rohrzange, gib her! Ach schade, ich hatte eine Rohrzange. Ich weiß um deine Bindung an Eleanor Delta. Um dich selbst zu retten, willst du zu ihr. Aber Eleanor hat eine Bestimmung. Und du kommst darin nicht vor. Im Paradies ist kein Platz für dich. Das werden wir ja sehen. Wie gesagt, das Rapture im Paradies ist, Junge, dann, ja. Willkommen im Zirkus der Werte. Kann man das Ding auch hacken? Ja. Willkommen im Zirkus der Werte. Erstmal leer kaufen. Geld ist da ausgegeben zu werden. Hier so schnell, ob ich eine Armut löse. Nope. Hier nicht lang. Telefon. Boah, mein Bohrtasche ist fast voll. Ah, ich verstehe, die Hackpfeil, die kann ich von Weitem hacken. Jetzt müsste ich näher rangehen, ja. In der ethischen Psychiatrie müssen wir die Rolle der Evolution bedenken. Depressionen, Panikattacken, sexuelle Störungen. Alles Reaktionen auf den uralten Druck der natürlichen Auslese. Das Ironische ist, genau dieser Theorie wegen haben Ryans Leute mich hierher eingeladen. Sie missverstehen meine Studien der Naturgesetze als Verherrlichung des Faustrechts. Denk immer daran, Eleanor. Man muss die Bestie kennen, bevor man sie töten kann.
Ach, Philosophie über Philosophie, ne? Leute. Alles sehr philosophisch hier. Sorgst du mich hier wieder den ganzen Tag oder willst du nochmal kämpfen? Du feige Sau. Schnell, geh zum Aufzug. Aspirin. Geil, Aspirinfläche. Oh, da habe ich auf mein Leben geachtet. Das ist ja zu schlimm. Und jetzt überall. Okay, das ist krank. Ich habe meinen Spaß. Ein Abschiedsgeschenk für euch. Kommt auch, ihr Lapp! Gut, also, die Kinder hier haben mir erzählt, du bist ein sehr alter Big Daddy, lebenslang gebunden an eine einzige Little Sister. Wenn du zu lange von ihr weg bist, stellt dein Körper seine Funktionen ein, wie wenn man ins Koma fällt. Solange das Mädchen hier in Rapture ist, sitzt auch du hier fest. Der Name deiner Kleinen ist Eleanor Lamp, die Tochter von Sophia. Ja. Das ist, denke ich, der Grund, weshalb Lamp dich hasst. Eleanor wird in Fontaine Futuristics festgehalten, auf der anderen Seite der Stadt. Du musst dorthin und sie befreien, bevor es zu spät ist. Kennst du schon meinen Bohrer, Alter? Was? Was ist? Ach, das sind Fallen, ja? Fallen, okay. Garten von Eve. Aha, ein Lichtsensor anscheinend. Auch wieder eine Anspielung auf Half-Life, ne? Frischwasser. Junge, ich stehe mit dem Ozean, hier ist mal Frischwasser. Naja, wohl nicht wirklich. Boah, das Hacken ist so einfach geworden. Holy. Hier, Pleite. Atlantic Express, Transitkarte. Hier, komm mal her, hier. Ich fasse mich andauernd. Ach, Schiff war Nahkampf, Mann. Ich hab gesagt, dass das immer Nahkampf war. Bohrer-Treibstoff mit einem Mülleimer. Okay. Hä? Ach so.
der Grund, warum ich so viel Leid bekämpfen muss. Sie benutzt die neuen Little Sisters für irgendetwas. Und ich bin zurück, um sie zu retten. Tue ich das nicht, sterben noch mehr Kinder wegen meiner Sünden. Und der Albtraum Rapture geht immer und immer weiter. So, sprechen wir. Bürger von Rapture. Das ist Subject Delta. Hinter dieser Maske steckt ein Feind des Volkes. Ohne Seele, ohne Mitgefühl. Oh shit. Er ist eine Bestie, ein Monster. Und als Familie müssen wir ihm den Kiefer zerbrechen und ihn ins Meer zurückjagen. Nett. Lamp wird hier alles umkrempeln, um dich zu finden. Bitte halte die Splicer zurück, bis wir entkommen sind. Ich finde das so geil, mit der Umgebung zu arbeiten. Danke. Ich muss dich jetzt verlassen und das tut mir sehr leid. Aber ich muss noch anderen helfen, bevor diese Stadt ertrinkt. Dieser Mann, Sinclair, er ist auf unserer Seite und wird dich zu Eleanor führen. Leb wohl, Delta. Und viel Glück. Das wäre neu, wenn mein Bioshock irgendwas auf meine Seite mal wäre. Tja, sieh einer an, der aufrechte Ritter, komplett mit Dampfrost sozusagen. Ich heiße Augustus Sinclair, alter Junge. Was, Augustus Sinclair, Alter? Esquire, die alte Tannenbaum und ich haben ein gemeinsames Anliegen im Fontaine-Hauptquartier. Das ist der Laden, wo du auch Eleanor Lamb finden wirst. Ich glaube, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Komm mit der Bahn zu Ryan Amusements. Bis bald. Ja, hau rein. Können wir speichern, ne? Klauen die mir immer. Mit der Bahn noch nicht. Ich will jetzt mal noch umgucken. Am Bahnhof, vielleicht finden wir noch was Schönes hier. Da zum Beispiel erstmal looten. Ne? Das hier kann man hacken. Was? Okay, mehr ist wohl offensichtlich hier nicht. Dann kommen wir weiter. Ne? Tschu-tschu! Bioshocks Train Simulator. Das ist ein U-Bahn im wahrsten Sinne. Wegen U-Boot und Bahn, weißt du, U-Bahn, ha! So ein Foto denken gerade. Lieber die Bremse rein. Es sei denn, du willst deinem Leben an dem Gletscher da vorne ein Ende setzen. Bremse, wo? Wo ist die Bremse hier, Alter? Wow. Ich dachte, wir entgleisen hier, machen einen Überschlag oder so. Wie du siehst, Chef, ist die Station völlig vereist. Um also rechtzeitig zu Eleanor Lamb im Fontaine Hauptquartier zu kommen, müssen wir den Weg freikriegen. Um das ganze Eis zu schmelzen, brauchst du ein Plasmid, das reinste Höllenfeuer entfacht. Abfackeln. Wir haben in dem Vergnügungspark da drüben immer ein nettes Produkt namens Abfackeln verkauft. Sieh zu, ob du da reinkommst. Ich kenne die ganzen Fahrgeschäfte schon. Abfackeln ist auch ein geiles Plasmid. Ich hab auch jetzt gerne benutzt gehabt im ersten Teil. Hallo, Tür. Zu. Ist hier noch irgendwas? Eine Truhe, was ist das?
Wir sind nur Steine, die den Weg bereiten. Hm. Ja, schön philosophisch alles. Wir werden wiedergeboren. Sie ist unsere Rettung. Sieht echt cool aus, das Tattoo. Das Tattoo ist Graffiti. Eleanor entwickelt sich großartig. Meine physische Mitwirkung bei ihrer Geburt war natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich kann unmöglich irgendwelche Launen der Natur riskieren. Ich werde vor allem meinen Intellekt an sie weitergeben. Loyal nicht ihr, sondern dem Volk gegenüber, das sie letztlich erretten wird. Aber ich gebe zu, es macht mich durchaus stolz, wenn ich mir ihr Abschneiden bei den Standard-Intelligenztests ansehe. Als Vertreterin unserer Sache könnte sie sogar mich übertreffen. Ich würde mich wundern, wenn Eleanor einer der ersten Little Sisters war oder willkommen so. Bei Ryan Amusements. Führen Sie jetzt Ihr Ticket ein. Naja, sie ist ja eine Little Sister, aber sie ist erwachsen. In meiner Vision zumindest. Du bist ein seltenes Modell, mein Junge. Alpha-Serie, glaube ich. Ein Tropfen von deinem Blut ist ein wissenschaftliches Wunder. Und würde eine Stange Geld einbringen an der Erdoberfläche. Solltest dir überlegen, wie du darauf kommst. Vielleicht könnten wir ja zusammen abdampfen. Ich traue diesen Zündler nicht. Von wegen, der ist gut. Das wäre der erste gute Mensch, den ich überhaupt kennenlernen würde. Die Themenbaum ist ganz nett, aber ansonsten kannst du alle vergessen. Obwohl, ich glaube, die ist auch nicht ganz sauber. Waffen verbessern, es gibt wieder sowas, ja? Treibstoff ist jetzt für den Bohrer. Erhöht den Bohrer Schaden. Nein, jetzt aber lieber gerade die Nietenpistole. Lieber Nietenpistolen-Schaden. Thanks, Rapture, for pimping my Nietenpistole. Ich sollte technischer Leiter in einem Park werden, wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Und jetzt sitze ich rum und passe drauf auf wie so ein alter Wachhund. Meine ersten automatischen Puppen haben die Kinder begeistert. Aber Ryan hielt meine Vision für unausgereift. Antiquiert. Das Ganze hätte wirklich eine nette Sache werden können. Aber er hat eine Schule draus gemacht. Ach, was sag ich. Eine Kirche. Zu seiner eigenen Verherrlichung. Kann ich zum Spielen rauskommen, Mr. B? Andere Bitte, die es angreifen wurden? Ich muss bisher noch gegen keinen kämpfen, deswegen frage ich gerade. Na, wer sagt's denn? Damit kommst du in den Park. Aber Plasmide kosten Adam. Das ist der Genglibber, mit dem du korrigieren kannst, was Gott dir mitgegeben hat. Die Little Sisters haben das Zeug in ihren Bäuchen. Du musst also eine finden. Ich habe in der Nähe der Eldorado Lounge wen flüstern hören. Sieh mal nach. Okay, jetzt doch langsam ein Kampf mit dem Big Daddy, ja? Das war's mit euch. Gibt's hier noch mehr? Ich habe das Gefühl, es gibt hier viel mehr Loot als im ersten Teil. Das Umgucken und Erkunden macht's viel mehr bezahlt hier, finde ich. Ein muss auf dem ersten Eindruck gefällt mir Bioshock 2 sehr gut sogar. Kein Problem, nicht mehr ganz, ne?
Das ist ja wirklich wie Bioshock 1, nur wirklich im ersten Eindruck ja erstmal besser. Ich bin Andrew Ryan. Willkommen bei Ryan Amusements. Viel Vergnügen in unserem Park. Okay. Inwiefern schneller? Bist du jetzt schnell zum Laufen oder wie? 50er cool, für was für eine Knarre? Kann ich mal 50 oder was? Bringt jetzt gleich ein LMG oder so. Andrew Ryan erwacht eines Nachts, während er auf seinem Hochseeschiff, der Olympian, im Atlantik kreuzt. Sein Schlaf wird von einem einzigen Gedanken unterbrochen. Hier ist es, ruft er seinen Matrosen zu, während er sich den Schlaf aus den Augen reibt. Maschinenstopp! Hier beginnen wir zu bauen. Mit dem Ozean. Die Olympian, umgebaut für schwere Bauarbeiten, kehrt mit neuer Ladung zurück. Eine hochmoderne versenkbare Plattform mit dem Spitznamen The Sinker bringt Vorräte und Arbeiter auf den Meeresgrund tief unten. Ah, Raptors Entstehungsgeschichte, interessant. Nachdem erstes Material auf den Meeresgrund gebracht wurde, wird die Plattform fest im Sedimentboden verankert. Massive Stahlträger werden Dutzende Meter weit in Fels und Schlamm versenkt. Unter der Plattform arbeiten Ingenieure daran, Hindernisse zu überwinden, wie etwa diamanthartes Felsgestein, störrische Meeresbewohner und unvorhergesehene Hohlräume. Interessant. Hat man sich ja so mal gefragt gehabt, wie kann man bitte eine Stadt mit einem Meeresgrund bauen, ne? Ich will dir das erklärt, Leute. Ah, ich würde nicht einfach runterspringen. Ich weiß nicht, ob es hier Fall der Mensch gibt, aber ich will es nicht rauskriegen. Was ist das hier? Hall of the Future. Hall der Zukunft. Verdammter Schrotthaufen! Du hast das kaputt gemacht, nicht wahr, Edna? Alles, was du anpackst, wird zu Scheiße! Armselig. Du bist so armselig, Roger. Sicher waren es deine fetten Pöbel. Ich erstmal alles in Ruhe hier. Im Moment ist alles auf den Beinen, außer Ihnen. Sie haben die aktuelle Plasmid-Produktlinie von Ryan Industries immer... Hallo, ich hab dich gehackt, du Scheißeimer! Das ist nicht langsam Zeit. Entwickeln Sie sich weiter. Güte. Noch heute. Ah, die ganzen Plasmide drinne vom ersten Teil. Ah. What? What's happening? Keine Fehlermeldung, kein nichts, das Spiel stürzt einfach ab. Okay, das zeigt mir auf alle Fälle, ich muss das Spiel häufiger speichern. Ich mache jetzt auch Feierabend heute, weil es ist schon gleich halb und ich wollte eh um halb Feierabend machen. Der andere Punkt ist auch, ich weiß nicht, inwieweit ich zurückgeworfen wurde bis zum jetzigen Punkt. Es kann sein, wenn ich morgen das Spiel streame oder generell morgen was anderes streame. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen streame. Kann aber sein, 50-50, wenn du kommt bei Discord auf alle Fälle, da mal dranbleiben. Und, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich dann ab da dann weiterspiele oder ob ich, ja, weil ich nicht gespielt habe so oft, nochmal ein paar Sachen nachholen muss. Aber es geht ja recht schnell und recht fix, von daher
Gut, Leute, dann würde ich sagen, haut uns mit den Grinsen. Wenn ihr so passen wollt, lasst ein Follow da. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, ne? Und dann würde ich sagen, haut uns mit den Grinsen. Habt noch einen wunderschönen Abend, ja? Schlaft gut. Bleibt auf alle Fälle gesund auch, ja? Gerade zur Corona-Zeit ist ganz, ganz wichtig. Und ja, macht's gut, ne? Haut rein. Tschüss.